Feiern mit Rechten ist verboten. Wusstet ihr das? In ihrer Anwesenheit lachen? Das geht gar nicht. Nee, mal im Ernst, Kontaktschuld ist ein großes Thema dieser Tage. Denn wenn man eben mit Rechten spricht, sich mit ihnen zeigt, dann habe man Verständnis für sie, heißt es. Dann gebe man ihnen eine Bühne und grenze sich nicht klar von ihrem Gedankengut ab. Gilt interessanterweise übrigens nur für Rechte, nicht für Linke, die Mao oder Stalin abfeiern. Das nur nebenbei. Dabei sollte jeder mit gesundem Menschenverstand checken, dass Austausch mit Leuten anderer Meinung essentiell für unsere Gesellschaft ist. Ob sie sich nun den Sozialismus zurückwünschen oder mehr konservative Werte vertreten. Stattdessen bleiben wir immer mehr in unseren Blasen, aus Angst, selbst gecancelt, ausgeladen und blockiert zu werden. Es ist absurd. Aber genau das passiert immer wieder. Zuletzt auf dem Sommerfest der Schweizer Wochenzeitung Weltwoche. Harald Schmidt ließ sich mit Matthias Matusek und Hans-Georg Maaßen fotografieren und wirkt auf dem Foto verdächtig gut gelaunt. Seither arbeiten sich Medien an dem umstrittenen Foto, wie es heißt, ab. Das Gute, Harald Schmidt juckt diese ganze Aufregung sichtlich wenig. Eine Entschuldigung ist er bisher zum Glück noch nicht nachgekommen.